Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Auto-Chess. Heute, Witzker, habe ich einen vollen Tag heute. Heute ist Tag des Releases der CSGO Operation. Ich weiß, wir sind hier gerade in Auto-Chess in Dota 2. Das hat absolut nichts mit CSGO zu tun. Trotzdem, das hier ist mein persönliches Tagebuch. Ich rede über alles, was ich will. Okay? Okay. Also. Die Operation kam heute Nacht raus, gegen 4 oder 5, wie halt immer, ne? Und um 6.30 Uhr habe ich dann das Video aufgenommen, hochgeladen. Das kam sehr gut an. Danke dafür, falls ihr auch dabei gewesen seid. Und heute habe ich dann natürlich gestreamt, aber durch die Operation habe ich heute noch einen Stream um 16 Uhr. Das Stream wird CSGO und so weiter. Das werdet ihr wahrscheinlich dann, also es war dann wahrscheinlich gestern oder vielleicht vorgestern, mal gucken. Und zwischen diesen Stunden muss ich, und das ist, ja, weiß ich, ist jetzt nicht so essentiell, aber ich rede einfach trotzdem drüber, ja. Ich war nämlich gerade unterwegs, denn ich musste tatsächlich ein Paket wegbringen. Dieses Paket muss ich zur DHL bringen. Ich bin zurzeit nicht mobil, das wissen wir ja mittlerweile. Und DHL ist nur bei Edeka und Edeka ist ungefähr hin und zurück 1,5 Stunden entfernt. Heidewitzka, war das anstrengend. Nicht das Gehen, sondern ich habe einen Mantel angezogen. Ich hatte, also ich muss gestehen, ich bin duschen gegangen, habe mich ein bisschen gepflegt, so hab die Haare gemacht. Ich habe dann einen Mantel angezogen, Hemd angezogen, eins, was ich mir halt neu geholt habe. Dachte mir, okay, weißt du was? Es ist kühl, leicht bewölkt. Gehst du mal los, bringst das Paket weg, holst ein, zwei Sachen noch und dann, ne, so machen wir das. Sobald ich draußen war, keine 200 Meter, ballert die Sonne. Junge, hab ich geschwitzt, Alter, war das warm. Auf Hinweg ging es dann noch, ja, da konnte ich dann den Mantel noch so ein bisschen ausziehen und... Aber war okay, war okay. Ja, war okay. Dann bin ich halt hin. Hab das Paket abgeben. Achso, das Paket übrigens, für Leute, die das wissen wollen. Mr. Specs. Ich habe mir Brillen geordert. 3 Stück für die Anprobe. Alle Trash. Vor allem muss ich gestehen, dass mir die Verarbeitung überhaupt nicht gefallen hat. Deswegen, ich wollte es mal ausprobieren, weil ich habe keine Filiale hier in der Nähe und ich ziehe erst in ungefähr einem Monat um und ich wollte aber trotzdem eine neue Brille haben. Aber naja, ich dachte, ich probiere es mal aus. War ein Reinfall, würde ich niemandem empfehlen. Vielleicht hatte ich großes Pech mit den... Mit den 3 Brillen, aber es waren sehr unterschiedliche Modelle. Aber die waren wirklich nicht gut. Also die haben sich billig angefühlt und die saßen auch null. Ja? Also da hilft auch nicht dieses Anprobieren online und so. Also das war nix. Immerhin kostenlos hingeschickt bekommen, kostenlos jetzt zurückgeschickt. Aber ich musste es halt dahin bringen. Deswegen der Werdegang. Dann habe ich da ein paar Sachen eingekauft. Nur leider waren alle Sachen sehr schwer. Ich habe ein... Warte kurz. Lassen wir es so. Ich finde das halt super interessant hier. Eine absolute Pärchenparty, ne? Aber wir lassen das mal. Genau, ich habe da halt ein paar schwere Sachen gekauft. Also ich habe Alkohol zum Beispiel gekauft, ich habe Hundefutter gekauft. Und so ein bisschen was für den Haushalt und so. Und dachte mir, okay, dann gehst du halt zurück und so. Und auf dem Rückweg hat die Sonne noch mehr geballert. Und ich konnte dann nicht mal meinen Mantel ausziehen und so. Ey, ich bin kaputt gegangen, ne? Ich bin so eingegangen. Und das ist so rumheulen auf einem hohen Niveau. Aber trotzdem will ich... Ich will gerade einfach nur rumheulen. Ja, das ist es. Ich will einfach nur gerade rumheulen. Man kennt das doch von mir. Sei jetzt mal nicht so, ja? Das ist doch nichts Neues, oder? Oder ist das was Neues? Aber es geht noch weiter, ne? Es geht noch weiter. Ich glaube, wir machen das so. Einmal Mana Boots, please. Close. Auch close. Machen wir so. Genau. Und dann auf jeden Fall, ja, wie gesagt, rumgeheult, dann nochmal umgezogen und so weiter, weil ich halt mega verschwitzt war. Und dann kriege ich einen Anruf.
mein Vermieter, mein derzeitiger Vermieter, super nice, er ist super korrekt und auch nett. Nur leider ist er ab Anfang Oktober erstmal unterwegs, weswegen Besichtigungen jetzt gemacht werden müssen. Noch ein paar, also ich hatte schon mal eine Besichtigung hier. Ich hatte gehofft, es bleibt bei einer. Leider nein. Und morgen. Morgen Abend. Und jetzt muss ich erstmal. Ich meine, es ist zwar nicht dreckig hier, aber man will ja trotzdem einen guten Eindruck machen, auch wenn ich hier ausziehe und so. Wenn ich hier fremde Leute drin habe, die sollen sich schon verhältnismäßig wohlfühlen, wenn sie in mein Reich kommen. Und jetzt muss ich erstmal die ganze Bude aufräumen. Es ist nur so diese Grundunordentlichkeit von vielleicht einer Woche. Ja, hier ein bisschen Geschirr, so ein bisschen und vor allem halt überall Staub. Und es hat die letzten Tage ab und zu geregnet. Rosi liebt Schlammbäder. Ich habe zwar alles so gut wie möglich weggemacht, aber naja, ich habe halt noch nicht den Boden gefeudelt und so. Ich darf halt erstmal einen Großputz machen, das will ich damit sagen. Und das muss heute noch passieren. Und das muss ich nach dem CSGO-Stream machen. Und das ist, nervig. Das sind Probleme, die du hast, wenn du erwachsen bist. Schockt mich, oder? Das ist so ein Rumgeheule, aber irgendwie, ich musste es einfach teilen, ja. Ich kann nicht anders. Es ist mein Tagebuch hier. Kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Und naja, so sieht's aus. Ich freue mich auf CSGO, auf die Operation. Das wird richtig wild. Ich freue mich überhaupt nicht danach aufs Putzen. Aber ich freue mich drauf, wenn dann die Besichtigung durch ist. Weil ich habe auch gar keinen Bock auf die Besichtigung. Ne? Ich will ja keine fremden Menschen hier haben. Ich glaube, das versteht man, aber... It is what it is, right? Ich meine, ich war ja auch bei fremden Leuten und habe eine Wohnung besichtigt und mich darüber gefreut, dass ich da wohnen darf. Aber naja. Zurzeit ist einfach sehr viel los. Und dann habe ich jetzt noch ab Ende des Monats Rosi für 2 Monate quasi ununterbrochen bei mir. Und ich freue mich drauf und ich liebe sie über alles. Aber für sie ist das sehr, sehr anstrengend und dementsprechend auch für mich, weil sie ist ja ein Border Collie und zwar durch und durch. Sie ist dazu natürlich auch noch ein Border Collie, der jeden Tag am Hof ist für 10, 12 Stunden und kann sich da auspowern. Ich habe sie 2 Monate dann bei mir und muss sie irgendwie, naja, ausbauen. Kann ich nur so sagen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und vor allem in der Zeit, in der mein Umzug ist und so. Das wird für sie nicht einfach. Ich hoffe, das geht ihr dann, das geht mit ihr ganz gut und so. Das sind auch noch Sorgen, die mich plagen, abgesehen natürlich vom Umzug selbst. Welches Datum denn genau ich jetzt nehme, da muss ich noch quasi die Firma dann anschreiben, die mir auch den Umzug hierhin gemacht hat. Die war nämlich Premium Kieler Jungs oder so heißen die, glaube ich, das Unternehmen. Und die würde ich halt nochmal fragen. Ich hoffe, die haben Termine frei. Ich kann aber noch keinen Termin genau sagen und so, weißt du. Es sind halt so die Probleme, die jetzt vorherrschen, die nächsten 1,5 Monate. Und dann, was dazu noch kommt, ist, am 8. Oktober ist ja mein Geburtstag. Und da machen wir nicht nur einen Geburtstagsstream. Also ich werde wahrscheinlich morgens da sein, aber vor allem halt abends. Dazu kommt noch, und das ist viel essentieller, ich habe Jasper und Aslan hier und wir werden den App-Release streamen. Das heißt, wir sind ja seit 2 Jahren an so einer App dran und wir haben in den letzten Wochen insane viele Stunden investiert, vor allem halt Smile, der es programmiert. Und das ist jetzt quasi auf der... auf der finalen... ja, quasi auf der Zielgeraden. Und ich freue mich ungemein. Ich bin ganz, ganz doll aufgeregt, was diese App angeht. Das heißt, das schwirrt mir auch noch durch den Kopf. Und das ist am 8. Oktober. Wir werden ab ca. 19 Uhr anfangen zu streamen. Und dann so gegen 20 Uhr den App-Release dann machen, euch die App zeigen, präsentieren und so. Ich freue mich sehr drauf. Das wird super geil. Wir haben das ins Overlay schon eingebaut und also ein Kram. Also ich freue mich drauf. Nur hatten wir auch da eine Menge Stress vorher, weil Apple die App halt abgelehnt hat. Was mich komplett überrascht hat, was aber nicht an der App an sich liegt, sondern an dem Prinzip der App, weil das langfristig nämlich nicht mehr im App Store zu finden ist in den nächsten Monaten. Was es genau ist, erzähle ich euch dann, aber ihr werdet das dann natürlich sehen, wenn die App draußen ist, was für eine Art App das ist. Aber ja, es war einfach viel. Ja, und dann natürlich noch
klein bei, aber das wissen viele ja auch schon, die Trennung von Beke, was mich komplett aus der Welt geschossen hat. Resultierend daraus sind natürlich sehr viele schöne Sachen entstanden, für mich persönlich, weil, ne, das mit dem Stream ist absolut surreal und insane. Mein eigenes Wertgefühl und mein Dasein, mein Lebensstil hat sich ja komplett gewandelt. Ich stehe morgens um 5:30 auf. Ich pflege meinen Geist und so weiter, wenn man das sagen will. Das hört sich alles so absurd an, aber es ist tatsächlich so. Also wie gesagt, ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich um 5 aufstehe. Das habe ich die ersten 1,5 Monate oder so gemacht und das hat sich so ein bisschen angepasst für mich. Ich habe das absichtlich angepasst, nicht, dass ich dann immer später aufgestanden bin, ganz und gar nicht, sondern was sinnvoller für mich war. Und deswegen habe ich das auf eine halbe Stunde nach hinten verschoben, wegen dem Stream. Weil wenn ich den Stream um 6 Uhr angemacht habe, um Punkt 6, war das zu früh. Also diese 6 bis 7 Uhr war immer so ein bisschen, es hätte ab 7 gereicht, weißt du? Und jetzt starte ich meistens zwischen 6.30 Uhr und 7. Es sei denn, es kommt mal was dazwischen und so. Und naja, auf jeden Fall so, sieht es so zur Zeit aus, dass es halt viel ist einfach. Und dann machen mich Sachen fertig, wie zum Beispiel, ich darf jetzt die Bude aufräumen, damit morgen jemand kommt, der sich die Wohnung anguckt. So, das ist etwas, was mich zusätzlich jetzt einfach stört. Das ist wirklich Rumgeheule auf einem hohen Niveau, oder? Ich will euch damit auch nicht am Sack gehen, aber ich nutze ja, wie gesagt, das hier immer, um zu quatschen. Um das von meiner Seele zu reden. Ja, ich könnte es auch im Tagebuch schreiben. Wenn euch das nervt, dann kann ich das auch, dann respektiere ich das. Und ich werde das dann so machen, dass ich solche lapidaren Dinge dann nicht mehr erzähle. Ja, aber ich teile im Grunde so gut wie alles von mir. Immer schon. Ich habe immer alles erzählt, was für mich wichtig war. Ob es mich belastet oder ob es mich sehr freut. Ich teile ja auch immer gerne sehr schöne Sachen. Und deswegen will ich das auch weiterhin so machen, weil das bin ich halt. Nur manchmal ist es vielleicht auch einfach too much oder zu unnötig oder so. Und deswegen, ja, kann ich das halt auch nachvollziehen, wenn manche Sachen einfach irgendwie nicht so nice sind. Und vielleicht auch Downer sind für euch. Ihr wollt hier abschalten und ich erzähle euch irgendwas und dann habt ihr kein gutes Gefühl oder so. Will ich auch nicht. Immerhin, die Zeit genutzt. Ich war abgelenkt und habe nicht gerollt. Seid ihr stolz auf mich? Ich hätte Götter kaufen können, ne? Wir müssen dann die Elements loswerden, wenn ich Götter spielen will mit dir. Haben wir außerhalb gewonnen? Ich weiß es nicht. Badabab, badabab. Ja, das wird nix. Oh, come on. Seine Animation war ultra lang, ey. Nervig, nervig. Vielleicht die Jungs. Also erstmal machen wir das. Aber vielleicht sind die Jungs was? Also quasi auf Level 2 mit Göttern dann. Gegen die Knights wird nix. Und hier leider auch nicht. Ja, das sieht noch nicht so gut aus. Also unser XP-Gain hier ist noch nicht so viel Value. Mars Level 2. Guck mal hier, die Upgrades.
Ich weiß nicht, ob wir dich spielen sollen. Ich könnte einfach ganz klassisch wieder mal, wie immer, Mage spielen. Wir haben nur 8. Wir bleiben mal so. Wir haben immer die Losing Streak. Nice. 3 XP dazu bekommen, Level 6. Sieht's aus. Enchanted, I'm sure. Behold the skirt of Icewreck. Ice is nice. In green. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Noch ein Juggernaut. Krieg ich leider nicht. Ich habe hier Dragons, aber ich glaube, die lassen wir mal außen vor. Leider keine Boots. Wir können das machen, weil daraus entsteht eventuell ein Bock. 2 Masken plus Energy Booster. Ich muss sagen, das ist ganz nice, sich sowas von der Seele zu reden. Es sind banale Sachen, ja. Also es gibt Leute, die haben wirklich Probleme. Ja, ganz ehrlich. Und das ist mir durchaus bewusst, deswegen tut es mir leid, wenn ich euch manchmal die Ohren verheule, aber ich brauche das irgendwie ab und zu und dementsprechend bin ich froh, dass ich quasi das machen kann. Ich kann das live zwar auch und das passiert auch manchmal, dass ich über wichtige Sachen rede. Ich habe zum Beispiel auch live über meine Trennung so ein bisschen gequatscht. Wirklich nur banal, denn wie gesagt, ich teile alles aus meinem Leben und dementsprechend, ich hatte einiges mit Beke auch zusammen und wir hatten verschiedene Projekte auch mal zusammen und so weiter, aber naja. Nach einer gewissen Zeit habe ich dann entschieden, dass es an der Zeit ist, darüber zu reden, weil das ist jetzt knapp 2 Monate her oder so oder 2,5 oder so. Deswegen ja. So sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Deswegen. Damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß nicht, ob ich die Wizards behalten kann. Götter passt jetzt nicht mehr rein durch Elements, wenn ich wirklich. Das Ding ist, Mages ist, glaube ich, einfach cool für mich. Ich mag Mages einfach und das wisst ihr auch. Genauso, dass ihr ja wisst, dass ich Hunter hasse. Okay, nice. Victory is ours. Achso, und genau nochmal zur App. Ich weiß, das nervt vielleicht auch einige, aber das ist für mich, das ist so mein Baby und das Projekt hat mir sehr gut geholfen, auch in letzter Zeit. Ja, ich glaube. Und zu dem Projekt ganz kurz gesagt, sei 6 Mages geht leider nicht. Ich könnte 2 Götter reinmachen, aber das macht auch nicht viel Sinn in der Konstellation. Außer für dich selbst. Mann, ist so. Genau, sei gesagt.
Es wird noch ein eigenes Video dazu kommen, ein Vorstellungsvideo und so weiter, weil ich natürlich, es ist mir sehr wichtig und ich freue mich drauf. Ich habe Angst, dass es schlecht ankommt, ich habe Angst, dass Leute es kritisieren, ich habe Angst, dass Leute keinen Spaß mit der App haben, aber die Vorfreude überwiegt trotzdem und dementsprechend kann ich es nur wiederholen, der 8. Oktober wird App Release. Sie wird kostenlos sein. Es wird eine App sein, die du nicht alleine benutzen kannst. Kannst du schon, macht keinen Sinn. Mindestens mit 2, aber bis zu, ich glaube, bis zu 16 Personen insgesamt haben wir einen geplant für die App. Und das steht so auch drin, das ist auch möglich. Und ja, es wird gut. Es wird unterhaltsam. Und vor allem der Stream wird richtig nice. Da war eine Lina, die habe ich weggerollt. Der Stream wird richtig nice, denn ich bin da mit Jasper und Aslan und wir machen Cocktails. Wir spielen vielleicht auch eine Runde Bierpong, mal gucken. Aber so, wir machen das im Wohnzimmer bei mir. So auch als kleiner Special-Abschlussstream von der Wohnung hier, von dem Dasein. Auch wenn ich dann noch ein paar Streams hier habe, ist es dann so der letzte besondere Stream, bevor es dann in die neue Wohnung geht, wo ich euch auch mitnehmen werde. Das heißt, falls ihr euch für mein Leben generell interessiert, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen. Das würde mich sehr freuen. Ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich guck mal, ich glaube, ich heiße Finest Dadosh, oder? Dadosh YT. Dadosh YT heiße ich da. Alles zusammengeschrieben. Genau. Ich krieg auch immer nette DMs von euch, deswegen danke dafür. Und dann wisst ihr Bescheid, weil ich will natürlich alles einrichten da und so. Wir reden im Stream immer sehr viel darüber. Zum Beispiel, wie ich einen Bonsai-Baum haben und also ein Kram. Und da nehme ich euch halt einfach mit, ne? Falls ihr daran Interesse habt. Ich könnte 6 machen, dafür müsste ich aber was anderes runterstellen. Oh, für die Runde, da hätte ich sehr, sehr, sehr gerne Lina gehabt. Die Runde können wir, glaube ich, nicht gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das was wird. Leider, leider. Okay. Wenn du proxst an dem Razor. Okay. Nice. Das wird besser. Yep. I pupate anew. Machen das so. Wir machen das so. Und so. Und so. Family Discount ist nice. 2 Treasure Chests ist nice. Wir haben aber die Runde 25 gegen uns. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das rocken können. Blackface. Blackface gibt uns diese Pieces hier, die quasi nicht mehr im Game sind. Wir könnten da mit Dragonite irgendwas machen oder hier halt, aber hier sind auch keine Mages. Das heißt, das oder das. Wir machen das. Not bad. One way follows the night. Ein Keep of the Light. What is this? A game of some good idea. Okay, du kommst runter, du kommst weg. 40 Gold, du bist da. Wir könnten Razor Level 2 machen, aber ich bin sehr dafür, dass wir dich auf Level 2 irgendwie bringen. Schaffen wir das? Ah, ich level. Für die 6 Mages dann. Ich könnte das jetzt schon machen. Mit dem Mars runter, aber ich glaube, wir brauchen den Mars.
Ich weiß nicht, ob ich die jetzt löschen soll. Wenn wir Level 10 gehen, dann könnten wir damit neue Mages machen. Aber gehen wir Level 10? Ich denke noch nicht. Und wenn dann? My power surges. Zack. Machen wir so. Kurz vor Level 8. Oh. Das sieht sehr wild aus. Wir haben ein bisschen was, was cleared, aber reicht es? Nee. Hunter Schmanta. Ringer the Strong. Seine Attack Speed, krass. Ich level jetzt auf 32 Gold. Ich darf nicht mehr so viel Leben verlieren, wir haben noch 36. Das ist auf jeden Fall ein Peak. Außerdem haben wir jetzt die Möglichkeit, unseren Zeus zu finden. Die Lina, die ich weggerollt habe, müssen wir auch noch irgendwie wiederholen. Assassin ist natürlich stark. Aber es reicht. Hier unten ist aber auch eng, ne? Oh, Lich. Moment, Lich ist drin. Oh, den habe ich ja gar nicht bewusst wahrgenommen. Haben bestimmt wieder viele die Hand vors Gesicht geschlagen. Als ich gesagt habe, dass kein Dings drin ist. Kein Mage im Legendary-Bereich. Das wäre sick, wenn wir, wenn er jetzt rausfliegt, also nächste Runde rausfliegt, wir kriegen sein Dark Heart Roll und wir rollen dann den Lich. Weil dann haben wir 9 Mages, prinzipiell ohne Wizards. Das wird schwer hier. Er hat noch Hälfte AP, aber wir haben kein Damage mehr. Keine große Überraschung, dass wir das verloren haben. Aber immerhin kriegen wir hier keine Reliktkisten. Okay. Wir verkaufen dich wieder. Ich frage mich, ob es an der Zeit ist, den... Oh nice, wir haben ihn sogar rausgehauen. Ich frage mich, ob es an der Zeit ist, den... den Mars zu kicken.
Wir haben Dark Relic nicht bekommen. Den hätten wir gerne gehabt. Den Stuff da. Eyes up and shields front. Ich gehe Richtung Level Up. Es tut mir Seele weh, aber weil, ne, Razor, Lena auf Level 2 zu bringen, vor allem hier, wir haben noch ein IO, wir haben, ne, also wir haben viele Möglichkeiten. Aber ich werde von euch immer gelüncht, wenn ich nicht das Richtige mache. Es ist halt nur richtig, wenn es funktioniert. Ne? Meistens funktionieren meine Ideen nicht, weswegen das nicht richtig ist. Der war nice rauszuhauen. Also, zu besiegen. Aber unsere Burst sind raus, das heißt, das war's. Was für ein Fight. Blink. Ah, ich dachte, der blinkt nochmal. Ich meine, will ich... Ich könnte das halt jetzt schon machen und dich runternehmen. Ja, ich glaube, es ist okay, das jetzt zu tun. Vielleicht hätte ich das schon ein paar Runden früher machen sollen. Das ist zwar nicht stärker, aber wir haben dadurch halt die Mages. Und dann kriegen wir halt nochmal XP dazu pro Runde. Oh, ah, kein Wunder, hä? Ich habe AP dazu geholt. Er ist schon disconnected. Ja, wir machen das mit zwei Ticks. Yes. Wir bräuchten halt jetzt 62 Gold, um Level 10 zu gehen. Dafür bräuchte ich dann aber den Zeus und ich bräuchte noch zwei Mages. Dafür muss der runter und der runter. Wir haben noch keine Mana Boots, was ein Problem ist. Dann müssen wir mal schauen, ob das was wird. Damage kann ich noch lesen, würde ich gerade sagen, Mod. 130. Oh. When you play with Lena, come on. Okay. So wichtig, ansonsten hätte ich die Lena leveln müssen. Gar keinen Bock drauf gehabt. My beard grows longer. Wir kriegen 6 Gold. Wie viel kriegen wir? Wir kriegen 9 Gold, ne? Sofern wir gewinnen. Also das ist noch alles, aber nicht safe hier. Au. Das hilft. Ja, okay. I guess.
I guess. Einziger Weg irgendwie. Ich könnte es auch dem Morphling geben, aber die Morphling verkaufe ich eh. Sofern ich noch dazu komme. Richtung Level abgeben. Ich hoffe, ich habe noch 2 oder 3 Runden sogar, weil nicht nur, dass ich aufleveln muss, ich brauche den Zeus und ich brauche noch Wizards. Ne? Hunter? Ah, der Assessor. Alter, beinahe die Viper da weggezwiebelt. Okay. Gegen den kommen wir vielleicht an. Ja, das war klar. Come on, hallo? Er hat einfach seine Ulti nicht gemacht. Okay, das ist hilfreich. Und Mana Boots. Let's go. Sehr hilfreich. Legion 3 habe ich gelesen, oder? Ja. My power surges. MKB. Ich hoffe halt nur, dass ich irgendwie... Na, also ich werde jetzt keine 25 Damage kassieren, oder? Nein. Nee, nee, nee. Okay, der ist auf der linken Seite, der ist auf der linken Seite. Die sind beide hier. Das ist schlecht für die Mirana. Okay, Mirana nicht. Wenn wir diese Felder hier hinten wegkriegen, wäre es nice. Mal gucken. Okay. Das ist okay. Es wird halt knapp. Ich überlege, ob ich jetzt 19 Damage könnte man auf jeden Fall schon fangen. Vor allem gegen den Beast Boy. Wir leveln. Hallo? Erstmal. Okay. Okay. Ich brauche Wizards. Ja, gegen den Beast Boy. Ich glaube, wir sind ziemlich stark. Okay, du kommst weg. Ich meine, wir haben noch den Morphling drauf, ne? Aber. I bring the spark of death. What is this? A game of some sort. When you play with Lena, you tend to get burned. Wer wird es? Was du kannst, kann ich auch. Aha. Oh shit. Okay, das ist wieder was anderes. Okay. Wir brauchen 2 Razor, come on. Oh, Runde 35. Auch hier müssen wir aufpassen, denn wir wissen alle, dass so ein Dragon sehr gefährlich ist. Deswegen glaube ich fast, dass wir die Runde nicht packen. Mal schauen, gucken wir mal.
Gut ist Dagon instant, dass er gefroren, okay, gestunt ist vielmehr. Bevor er stirbt, hoffentlich. Ja. Okay. I bring the spark of death. Guess we better. Wir können kein BKB machen, wir können kein Desolator machen. Wir haben aber auch nee. Machen wir das ganz easy peasy einfach mal so. Ich muss halt drauf. Also ich muss damit rechnen, dass ich jede Runde rausfliege. Deswegen verteilen wir gleich die Items. Okay, wenn der Hunter Gamer den besiegt, aber er haut ihn nicht raus, oder? Aha, okay. Schade. Oh. Okay. Also wir haben Hunter. Hunter. Ne, Moment. Hunter ist nicht das Problem, der ist das Problem. Er droppt auch auf der linken Seite. Sollte ich das wechseln? Wir wechseln. Wir machen das so. Okay, der Hunter-Boy. Ich habe gesagt, der ist nicht das Problem, aber er hat mittlerweile 9 Hunter. Das könnte ein Problem werden. Vielleicht aber auch nicht. Oh, da maybe. Okay. Ja, und er besiegt uns nach wie vor. Okay, was wir wollen ist, dass der Hunter-Spieler jetzt gegen den spielt und der Hunter-Spieler ihn raushaut. Und wir hauen den Hunter-Spieler raus. Das ist the plan. Und einen Razor zu bekommen. Okay, also, Plan ist, er spielt jetzt gegen den. Auf seinem Feld. Hier kommt der Hunter-Spieler hin. Der Hunter-Spieler besiegt ihn und macht ihm 15 Damage. Keine Ahnung wie, aber er macht's. Hier spielen wir gegen ihn und hauen ihn raus. Und der Hunter-Spieler gegen uns. Ne, Moment. Shit, dann muss der ja gegen uns spielen. Das habe ich falsch bedacht in meinem Kopf. But alright. Hunter-Spieler ist gone. Und der Hunter-Spieler verliert da. Ja. Ein Razor, come on. Razor. My power surges. Wer weiß. Sieht nicht so aus, als wenn der Razor hier was ändert. Ah, maybe. Okay, leider gegen MKB. Monkey's King Bar. What the heck? Kommen wir nicht gegen an. Die Legion wird uns immer besiegen. Aber... wenn wir noch einen Zeus bekommen. Ah, auch das. Eher unwahrscheinlich. Aber wir versuchen es. Ich gebe nicht auf. Ja? Wir geben hier nicht auf. Er hat auch BKB.
Okay. Noch ein Dagon mehr. Wir haben leider keinen Dodge. Das ist die einzige Chance, die wir haben. 31 Mal triggern wir das. Zack. Oh, schade. Okay. Erstmal gucken wir weiter. Kein Ogre mehr. Ne. There it is. Ich weiß nicht, ob das Decken hier so gut ist oder nicht, aber wir machen es einfach mal. Moonshot hat er jetzt drauf, okay. Vielleicht hätten wir Decken den Zeus geben sollen oder so. Maybe. Aber trotzdem, gute Runde gewesen. Ich habe das wieder als Tagebuch benutzt. Lasst Feedback da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal rein. Macht's gut. Tschüss.